Oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich weiß auch nicht. Ja, mein Leveln ist ja gut und schön, aber so langsam wüsste ich dann auch gerne mal, wie ich hier weitermachen soll. Diese Pfeile war, oder Dorn oder was auch immer, aber auch direkt durch unsere Brust gehen, ne? Das ist so. Möp, wenn ich hier rumgehe. Dann ruckelt's wie Sau. Hier war ich auch schon. Die Tür geht nicht auf. Auch gut. Die zwei haben gleich mal draußen gewartet. So, da ist ein blauer Punkt, aber wie komme ich da hin? Okay, dies Level 9, also kommen wir hier vielleicht mal wieder in Gefilde, in denen ich noch nicht war. Das wäre ja auch mal ganz nett wieder hier. Vor allem finde ich es schön, dass wir uns hier jetzt mal zur Wehr setzen können. So. Ne, da nicht, denn da lang. Hallo? Hallo? Jetzt reagieren die immer sofort und jetzt reagieren sie gar nicht. Okay, dann halt nicht. Level 7, okay. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, okay, man kommt mal irgendwo hin. Wo es ein bisschen schwerer wird. Da waren wir schon. Und wir in den Klassenraum rein. Da, Moment, in die Richtung lassen wir jetzt mal. Ich räume hier gerade einfach mal die Klassenräume leer. Die haben schon wieder keinen Bock auf uns hier, wa? Hallo? Warum greifen die uns nicht an? Moment, seht ihr das da vorne? Wie komme ich da hin? Hier sind auch noch mal viele. Aha. Jetzt reagiert mal wieder einer auf uns. Okay, wo kommt die dritte da hin jetzt her? Das ist ja auch witzig. Diese Schule ist bald gereinigt, habe ich das so ein Gefühl. Von diesem, wenn das denn geht. So, aber wie komme ich da hinten hin? So, ihr interessiert euch ja nicht für uns, ne?
Da. Wo komme ich da hin? Also ich würde jetzt vor allem mal durch die Tür laufen hier. Und dann hier runter. Und dann müsste man hier irgendwo... Nee. Da. Da. Nee, das ist falsch. Das ist ja auf der anderen Seite. Hier durch? Tür ist verschlossen. Wer war jetzt gerade das Einzige, was Sinn ergibt, oder? Bin ich voll verlaufen. Ist auch gut, ne? Erstmal voll verirrt hier. Hier ist schon wieder eine Treppe. Die Treppe macht mich ein bisschen kirre, so. Ich muss hier durch. Aber nobody knows wie. Und ihr drei, ne? Ihr nervt mich extrem. Warum lasst ihr mich nicht gegen euch kämpfen? Hallo. Ich kann ja auch rumlaufen. Das interessiert die auch gar nicht, ne? Ist auch sonst nix. Sehr merkwürdig. Dahin komme ich wahrscheinlich nur hin, weil ich einen Schlüssel habe. Aber wie kriege ich diesen Schlüssel? Moment mal, hier liegt noch was rum. Das ist das Tagebuch von jemandem. Der erste Eintrag ist vom 1. April und der letzte Eintrag ist vom 31. März. Der Text darin ist in einer nervösen Handschrift geschrieben. Die Worte sind ja cramped, keine Ahnung. Die letzte Seite heißt, ich habe die Anomalie entdeckt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor ich es rausfinde. Dieser Satz ist immer und immer wieder wiederholt worden, bis zur letzten Seite. Miu, bist du ein Engel oder... Wir finden hier jetzt mal einen Schlüssel, den wir langsam echt dringend brauchen könnten. So, ich versuch's nochmal. Hallo! Nein, keine Reaktion. Wir sind zu dritt oder fast zu viert, wenn ich das da hinten so sehe. Was machen wir denn jetzt mal? Wir können ja jetzt auch nicht Ewigkeiten rumrennen irgendwie, oder? Okay, also kann ich mit denen allen jetzt hier schreiben? Where are you? Ich spiele am Eingang. Erzähl mir etwas, was du ja vor kurzem gekauft hast. Neue Sneakers. Sie waren ein bisschen teuer, aber ich habe einfach entschieden, sie zu kaufen. Erzähl mir von einem Song von Miu, den du gerade, dem du zugehört hast. Ich höre Miu zwar zu, aber es ist anders, als die Musik einfach nur zu mögen. Ich fange an, mir Sorgen zu machen, wenn ich das höre und ich mache mir, oder ich bin besorgt, wenn ich es nicht tue. Das ist seltsam. Hast du ein favorisiertes Haustier? Ich sollte das hier nicht machen.
Ich möchte eine Eule haben. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Es hilft mir alles irgendwie so gar nicht weiter. Ich weiß auch ehrlich gesagt langsam nicht mehr, was ich noch machen soll. Da waren wir gerade. Wir kommen hier aus so vielen. Okay, das ist alles gerade sehr frustrierend. Sehr frustrierend. So, wenn ich hier beim Speicherpunkt wieder ankomme, bin ich wieder so ziemlich am Anfang. Oh, Moment, Moment, Moment. Ah, das gibt's ja gar nicht. Ich komm mal weiter. Kagi-Pi sollte genau in diesem Klassenraum sein. Ich geh mal rein und guck nach. Intelligentes Mädchen. Er war nicht da. Mann, ich habe wirklich geglaubt, dass er hier wäre. Ich frage mich, wie ich zu so einer Fake-Info kommen konnte. Wie konnte ich nur so einen Fehler machen? Hey du, bist du dir sicher, dass du diesen KGP-Typen kennst? Das ist nicht gerade das, was du versprochen hast. Bitte vertraut mir, ich kenne ihn, ich schwöre es. Zweifelst du an mir? In dem Fall gebe ich dir irgendwelche, ja, schlüpfrigen Details. KGPs richtiger Name ist Kensuke wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Hibiki, ich habe jemanden darüber reden hören auf Gossipper. Du siehst einfach nur das, was online ist. Also hast du eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ja. Hey. Biwasaka-kun, guten Tag. Biwasaka. Die sind sehr begeistert. Konnichiwa. Kotono-san wa kyou mo outsukushikute irasshiaru. Guten Tag, du bist so wunderschön wie immer, Miss Kotono. Und wer ist das? Oh, du bist süß, ich mache ein Foto. Das ist Eiji Biwasaka, der Beste unserer Klasse. Ja, da macht sie ja schon Fotos. Das bedeutet nur, dass ich meinen Hauptberuf als Student nicht abweise. Das ist nichts, was sehr beeindruckend ist. Ich konnte noch nicht ein Rennen gegen Shogo gewinnen. Bist du deswegen immer noch verbittert? Na, ich denke, du kannst dein Buch nicht bei... wegen seines Covers beurteilen. Oh doch, ich tue das ganz oft. Am Anfang. Jetzt nimm mir doch echt mal diese... Ja. Inai na. Ah. Tashika kono mae sotsugyousei daifyou shiteta yatsu daro. Dattara ima wa 1 nensei ni natteru n janai ka? Nein, er ist nicht hier. Wenn ich mich richtig erinnere, war er der Repräsentant für die... für die abgehenden Studenten, richtig? Dann sollte er im ersten Jahr sein jetzt. Oder für die dazukommenden, genau. Was? Ernsthaft? Ich
Bei der Einführungszeremonie war er der Repräsentant für die neuen Studenten, also bin ich mir sicher, sie haben erstes Jahr, erste Klasse gesagt. Was sagst du? Kümmert euch nicht darum. Wisst ihr, Leute, irgendwas über den Go-Home-Club? Nö. Ah, das... Ich verstehe. Also ist er nur ein kleiner Erstklässler. Mein Fehler. Ich denke, das war einfach nur ein Missverständnis. Worüber redest du denn? Ihr Typen seid doch im Goho... Oh, wow, seht euch mal die Zeit an. Also gut, lasst uns gehen. Entschuldigen, dass wir dich gestört haben, Biwasaka. Wir gehen. Tschüss. Kann die kleine Quasselstrippe mal die Klappe halten? Warte auf mich. Oh Gott. Danke, Biwasaka-kun. Ich rede auch nicht ganz viel, muss ich auch nicht. Aber wenn er das jetzt nicht verstanden hat, ist er wirklich blöd. Hat er doch. Wusste ich doch. Ja, das war meine Chance auf eine große Entdeckung. Du machst mir nur Schwierigkeiten mit deinem großen Plappermaul. Das ist ja auch so. Er hat den Rift nicht bemerkt, richtig? Also wirst du ihn nicht rekrutieren. Wenn wir einfach jeden dazukommen lassen, werden die Leute misstrauisch. Ich denke einfach, Biwasaka-kun könnte sehr hilfreich sein. Wenn ich wüsste, dass er diese Rifts auch sehen kann, dann würde ich lieber ihn bevorzugen als Kotaro. Konzentrieren wir uns auf KGP. Erste Klasse, richtig? Also lasst uns gehen. Ich lasse die anderen das via Wire wissen. Ich war mir sicher, dass er ein Drittklässler war. Du, kannst du mich hören? Das Mädchen mit der Brille wird immer misstrauischer wegen Mobius. Das ist der Grund, warum ihre Erinnerungen durcheinander kommen. Warum finden die den so gut aussehend? Ich finde jetzt... dieser gut aussehende Eiji-Typ ist komplett für uns. Huh? Ist irgendwas zwischen ihm und Shogo passiert? Was ist das? Achso, okay. Pup. Der ist noch rot, das ist nicht gut. Ich suche mir gleich mal einen Speicherpunkt. Der ist noch rot, das gefällt mir nicht so gut. Ach, da vorne ist auch gleich ein Speicherpunkt, das ist ja sehr praktisch. Pivot about being first running lesson. Okay. Okay, das war vor langer Zeit. Okay, irgendwie ging es hier. Nein. Wire. Okay, Biwasaka hat darüber gesprochen, über schnelles Rennen oder sowas geredet. Das ist schon lange her. I don't think he was satisfied. Ich glaube einfach, dass er nicht zufrieden ist, solange er nicht überall der Beste ist. War Shogo so schnell? Es war jetzt nicht so schlimm. So gut, vergiss das einfach.
Ich mag dieses Wire-Ding irgendwie. Wir müssen dem Yuppie alle Regeln erklären. Entschuldige, ich kenne die Regeln auch nicht. Haben wir überhaupt Regeln? Ich kümmere dich nicht um das, was Kotaro sagt. Hab einfach Spaß. Okay. Okay. So, ich gehe jetzt speichern. Ich gehöre zu denen, die immer zweimal speichern, ja. Also bis zum nächsten Mal. Bye, bye.